Pokémon-Fans haben eine gewisse Hassliebe mit dem Flottball entwickelt. Sicherlich hast du schon einmal die Diskussion mitbekommen, welchen Ball du einsetzen solltest, um ein Shiny-Pokémon einzufangen. Es gibt eine Gruppe an Fans, die behaupten, du solltest keine Flottbälle einsetzen, um Shiny-Pokémon einzufangen. Das erste Argument ist, dass es faul ist, diese Pokémon so zu fangen. Haben die ernsthaft nie etwas von dem Meisterball gehört? Und das zweite Argument ist, dass es einfach nicht passt, ein Shiny in einen Ball einzufangen, dessen Farbe nicht zu dem jeweiligen Ball passt. Aber was meinst du? Würdest du dein Shiny-Pokémon immer in einem Flottball einfangen, weil es schneller geht? Jedenfalls,